Was vor ein paar Monaten eine Verschwörungstheorie war, ist jetzt Wahrheit. In dieser Folge. Jetzt ist er teilweise blind und lebt mit einem Implantat im Kopf. Ich kann nicht verstehen, dass Menschen sich gegen eine Impfung entscheiden. Es ist bei uns gut ausgegangen. Betrachtet uns als eure Versuchskaninchen. Niemand könne wieder gut machen, was Celine und die gesamte Familie durch die Impfung erleiden mussten, sagt ihre Mutter. Also sie haben schon immer diesen Eindruck erweckt, dass das Thema Nebenwirkungen eigentlich gar kein Thema ist. Übrigens zu diesen Fake News, die immer verbreitet werden mit Nebenwirkungen. Und auch 282 gestorbene Menschen. Das ist zu 90% sicher, dann doch zu 80, dann doch zu 66, ja. Naja, weil die Milch verkaufen wollen, ja. Die verdienen Geld damit. Die Freimaurer steuern das alles. Jetzt kommt die ganze Wahrheit raus. Plötzlich und unerwartet bricht das Kartenhaus der Lügen in sich zusammen. Und das im offiziellen Narrativ. Bevor wir also näher auf die Pfizer-Files eingehen, die das Verbrechen an der Menschheit belegen, wollen wir noch einmal kurz Revue passieren lassen. Was war nochmal die allererste Verschwörungstheorie? Willkommen also zur Abrechnung, abonnier mich. Was bis vor kurzem noch als Verschwörungstheorie abgetan wurde, erhält jetzt neue Beweise. Auch das FBI geht schon länger davon aus, dass das Virus aus dem Labor kommt und nicht, wie offiziell behauptet, in Wuhan auf einem Markt von einer Fledermaus auf den Menschen übergesprungen ist. Jetzt kam raus, dass das Coronavirus aus dem Labor entsprungen ist. Hast du schon mal gehört? FBI hat gesagt, das kommt aus dem Labor anscheinend. Wer ruft uns gerade an? Das ist die Emma. Schöne Grüße an Emma, ja? Ja, aber ich muss weiter. Darüber sollte man lieber die Leute nicht fragen, dass das Coronavirus aus dem Labor entsprungen ist. Da gehen sie direkt weiter. Ist ja auch die bekannteste Verschwörungstheorie, die es jemals gegeben hatte, weil Corona kommt nicht aus dem Labor. Haben Sie das irgendwer gemacht, um die wahren Probleme der Menschen zu ablenken wahrscheinlich? Es steckt schon was dahinter, ja? Und da sagen sie immer, hinter der Verschwörung, das ist alles ein Blödsinn. Stimmt nicht ganz, John F. Kennedy sagte schon, hinter der Verschwörung steckt mehr dahinter, was man glaubt. Und der Begriff Verschwörungstheorie wurde erst wegen John F. Kennedy ja erfunden von der CIA, um die Menschen, die Fragen stellen, quasi kritisch abzuwerten, zu sagen, so, die werden diskreditiert und einfach um die Frage im Keim zu ersticken, dass Corona aus dem Labor stammt, war ja die erste Verschwörungstheorie, die es Anfang 2020 ja gab. Und zwischen kam raus, also zwei Jahre später, das FBI hat gesagt, das stammt aus dem Labor, höchstwahrscheinlich. Ja, ich glaube schon, dass es ist, ja. Das, ich meine, da stecken Mächte, große Eoliten dahinter, nicht? Das ist also alles steuern, ne? Kein gutes Bild geben in diesem Zusammenhang auch internationale Top-Virologen ab, darunter Christian Drosten. E-Mails belegen, dass die Virologen die Labortheorie frühzeitig ins Reich der Verschwörungstheorien verbannte. Jetzt ist ja Corona 3 Jahre alt geworden und es wurde ja immer wieder in den Medien sehr viel Angst gemacht, sich impfen zu lassen, dass das sehr wichtig und sehr richtig ist und so weiter. Wie seht ihr das jetzt im Nachhinein, also jetzt 3 Jahre zurückblickend, wie war die Zeit so gewesen? Jetzt im Nachhinein zu sagen, hätte ich da die Ware, immer Entschuldigung. Wo es ganz schlecht war, einfach die ganze Hysterie und vor allem dann bei uns von manchen Parteien Vertreter eine unheimliche Trommel mit der Impfpflicht, weil das hat dazu geführt zu ganz üblen Denunziationen und Mobbing. Ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Was denn? Ja, das alles. Es geht viel zu weit. Oder nicht? Ja, ich kann das alles nicht mehr. Nee, man vermisse Corona. Niemand vermisst Corona. Aber ich vermisse den Ketzer hier in Graz. Denn vor einem Jahr, Pi mal Daumen, haben wir hier nämlich die Bürgermeisterin von Graz geprankt. Und ich habe mir die Chance nicht nehmen lassen, sie erneut zu interviewen. Ja, anstrengend. Wir haben uns beide 2 Mal impfen lassen. Und jetzt im Nachhinein fand ich es gut, weil es halt einfach, glaube ich, schon was geholfen hat. Und jetzt muss man es ja eh nicht mehr machen, weil es ja einfach fast kein Corona mehr gibt. Aber wo ist jetzt denn Corona hin? Ja, es existiert noch immer, aber es ist nicht mehr so schlimm wie früher. Und die Idee, dass das jetzt immer harmloser wird, demnächst eine Erkältungskrankheit, das ist eine ganz gefährliche Legende. Das mag in 30, 40 Jahren so sein, aber nicht für die nächsten 10 Jahre. Ich finde es unnötig. Ich habe meine Jugend verschwendet, also die 2 Jahre waren Verschwendung. Wir haben es trotzdem heimlich getroffen, klar. Aber es war trotzdem Zeitverschwendung meiner Meinung nach. Die ganze Zeit zu Hause und so tat nicht gut. Ich glaube, den meisten geht es auch so. Das stimmt schon, ja. Aber wie hätte man es besser machen sollen? Wie in Schweden. Nachdem 2 Jahre lang gesagt wurde, dass Schweden alles falsch gemacht hatte, kam raus, Schweden hat die geringste Übersterblichkeit von ganz Europa. Ja, keine Ahnung. Es liegt wahrscheinlich daran, dass sie ein Immunsystem besser ausgebildet haben, da durch den Lockdown alle zu Hause waren und sich danach sofort wieder alle angesteckt haben. Und dadurch wurde das Immunsystem geschwächt.
und es sind halt mehr Krankheitsfälle. Das ist an sich auch logisch, oder? Wie sie es gemacht haben. Ich fand es von Anfang an eine gute Idee. Sie haben ihr Leben gelebt und am Ende kam, ich glaube, es hat viel besser ausgegangen als bei uns. Das wusste niemand. Das war wirklich ein Unsicherheitsfaktor. Es waren Ängste da, man wusste damit nicht gut umzugehen. Ich glaube, weder die Politiker noch wir. Man sollte das jetzt so belassen, wie es ist. Es hat keinen Sinn anders. Also ich glaube, dass wir in Österreich sehr gut durch die Pandemie gekommen sind. Alle Leute gesund und geht weiter mit ihrem Leben und Gott sei Dank. Aber alle sind gar nicht so gesund. Es gibt ja auch von der Impfung ja eine gewisse Nebenwirkung und Schäden, die aufgetaucht sind, dass sogar Menschen davon sterben können. Wie ist das für dich zu bewerten, dass es Impfschäden gibt bei der Impfung, wo gesagt worden ist, die ist komplett harmlos? Also ich hatte keine Nebenwirkungen und wenn wieder das Ganze kommen würde, ich mich wieder impfen lassen. Ah, okay, okay. Es hat jede Impfung Nebenwirkungen und nicht nur die Corona. Mhm. Und ich hab's trotzdem gemacht. Der ist schädlich. Ich glaube das. Ich glaube das schon. Und die ganzen Informationen, die in die Medien geplärrt wurden von na, es verhindert überhaupt die Ansteckung und dann nein, es verhindert doch nur den schweren Verlauf und es ist zu 90% sicher, nein doch zu 80, nein doch zu 66, ja 20%. Also sie haben da immer andere Sachen gesagt. Und das, was in den Medien verkündet wird, das muss man nicht alles glauben. Das haben wir dann hinterher gehört, dass es eigentlich alles unnötig war. Ja. Sie haben recht, trotz der Impfung kriegst du das. So ist es, ne? Nein, nicht trotz, sondern genau deswegen. Also umso häufiger du geimpft bist, desto häufiger wirst du krank an Corona. Das kam inzwischen halt auch raus. Kann ich mir vorstellen, ja. Kann sein, ja, dazu kann ich nichts sagen. Ich kenne keine Studien. Wer aber Studien kennt, ist Andreas Sönnissen. Er ist Professor an der Medizinischen Fakultät hier in Wien. Beziehungsweise war dies bis zu seiner Kündigung wegen Ketzerei. Man hat hier über 100 Tage Menschen, die ungeimpft sind, einmal, zweimal, dreimal oder mehr als dreimal geimpft sind, verglichen. Die mehr als dreimal Geimpften haben die höchste Infektionsrate an Covid-Erkrankungen. Also genau das Gegenteil von dem, was die Impfung eigentlich bezwecken soll. Aber einfach mit blinden Lügen dadurch die Gegend werfen, ist halt einfach das Volk belügen und das finde ich ist falsch. Aber umso öfter die Lüge wiederholt wird, desto mehr Menschen glauben sie ja dann auch. Die Leute trotzdem selbst entscheiden dürfen. Es ist niemand zu einer Impfung geschleppt worden oder hingezerrt worden. Es wird ja niemand gegen seinen Willen geimpft. Selbst die Impfpflicht führt ja dazu, dass man sich zum Schluss freiwillig impfen lässt. Ich habe mich auch nur zweimal geimpft, weil ich raus wollte. Ja, genau. Die haben mich gezwungen, aber sonst würde ich es nicht machen. Mhm. Also ohne gezwungen zu werden, wie gesagt, hätte ich es einfach nicht gemacht. Also du hast recht, du könntest einfach sagen, ich kündige meinen Job, ich gehe nicht mehr zur Arbeit, denn ich suche meinen Job, wo ich nicht geimpft sein muss. Aber wenn die halt eben sagen, du verlierst deinen Arbeitsplatz, wenn du nicht geimpft bist, ist ja schon irgendwo eine schwierigere Entscheidung, dann selber noch die treffen zu können. Es hat natürlich welche gegeben, die durchgehalten haben, aber andere haben natürlich dann das Handtuch geworfen und gesagt, naja, dann lassen sie halt. Aber jetzt ist genug, würde ich sagen. Okay, also quasi drei war für euch jetzt genug gewesen und die vierte, ja, fünfte, sechste? War eine zu viel, ja. Ich kann nicht mitrennen, weil ich bin nicht geimpft. Du bist ungeimpft? Ja. Wie hast du denn das geschafft, bei dem ganzen Druck, der da gemacht worden ist, ungeimpft zu bleiben? Wenn ich nicht will, will ich nicht, hallo. Jeder hat einen eigenen Kopf und jeder muss entscheiden. So wie er über sein Leben selber entscheiden kann, so muss er das auch entscheiden. Und dann aber als Verschwörungstheoretiker abgestempelt zu werden oder gejagt zu werden, wie zum Beispiel der Fußballer Joshua Kimmich, vielleicht auch mitbekommen, der wurde damals an den Pranger gestellt, öffentlich, weil er sich hat nicht impfen lassen. Der hat einfach nur gesagt, ich habe Bedenken eventuell und bin mir noch nicht ganz sicher. Der wurde gejagt durch die Medien. So, obwohl er im Endeffekt jetzt ja recht hatte, dass halt eben das Schäden haben kann. Man muss halt einfach respektieren, dass Menschen Sorgen haben und Angst haben. Und das hat man eigentlich nicht gemacht. Und eigentlich will jetzt gar keiner mehr was von dem hören, weil die Leute sonst wieder werden, weil die haben ganz andere Sorgen momentan. Die Teuerung ist da und den Leuten geht es vielen ja nicht gut. Und jetzt da mit Auf und Ab da zu kommen, was. Es sind viele Fehler passiert in der Vergangenheit, aber. Ich glaube, ja, das ist ein Spiel oder etwas. Oder, ja, vielleicht. Das ist Politik oder. These vaccines have a terrible safety profile. At this point in the pandemic, you know, I'm not sure anyone should be taking them. And that's, you know, that is the honest truth. I don't think anyone probably should be taking them. They have a terrible safety profile. Also inzwischen, wo man weiß, dass die Impfung sogar Schäden haben kann, wo es offiziell nachgewiesen ist, sogar in den Medien die ganze Zeit auftaucht, so jetzt wird es noch an ältere Menschen und sogar noch einen Säugling immer noch empfohlen, obwohl man weiß, dass die Impfung zu schweren Nebenwirkungen führen kann. Das ist doch eigentlich ein Verbrechen an der Menschheit. In Niederösterreich startet nun auch der Weg der Wiedergutmachung und der Gerechtigkeit. Ein Ende der Diskriminierung von Ungeimpften in allen Bereichen, ein Ende der Werbemaßnahmen für die Corona-Impfung, die schonungslose Aufarbeitung der Corona-Maßnahmenpolitik. Ein eigener Fonds in der Höhe von 30 Millionen Euro zur Wiedergutmachung.
Eine umfassende Entschädigung und Rückzahlung von Corona-Strafen. Das hört sich nach einer Menge Geld an. Und hinzu kommen natürlich noch die Impfopfer, die auch entschädigt werden müssen. Aber das übernehmen zum Glück die Hersteller. Richtig? Inzwischen kam heraus, dass die Impfung doch schädlicher gewesen ist, die Pharmakonzerne daran Milliarden verdient haben und die von Haftungsschäden ausgeschlossen sind. Wie ist das für dich persönlich zu bewerten, dass die Pharmakonzerne daran Milliarden verdient haben, aber sich an den Impfschäden nicht beteiligen? Ist doch irgendwo unfair. Ja, finde ich, ist ein Verbrechen, oder? Immer in dem Fall schließt er die Haftung halt aus. Ach so? Ja. Hat er gut gemacht. Ja, da haben absolute Unternehmer gearbeitet. Denn es ist besser, dass der Staat also haftet, als wenn mit Firmen lange dann Vergleiche oder Prozesse geführt werden müssen. Ich kann das nicht beurteilen. Da fehlt mir die Expertise oder der Tiefgang im Thema, ganz ehrlich. Nur dass die Pharmakonzerne sich aus der Haftung ausschließen, macht ja auch Sinn. Ist ja auch das ist ja denen gutes Recht. Da müsste doch die Regierung sagen so, nee, nicht mit uns. Also wir wollen auf jeden Fall, dass wir für euer Produkt halt eben haften müssen. Auf jeden Fall die Regierung eingreifen sollen, ja. Es ist leider so. Und das ist ganz wurscht, ob da ganz oben steht die Gesundheit, ob da steht die ganze Menschheit. Das ist wurscht. Pharmakonzerne haben damit Milliarden verdient, weil sie Patentrechte halten. Aber Moment mal, wurde nicht immer und immer wieder gesagt, dass niemand durch die Impfung reich wird? Also mit Impfstoffen verdient man sowieso in der Regel nicht viel Geld. Die Pharmafirmen werden mit Impfstoffen nicht reich. Denn die Gewinne sind ja exorbitant gewesen, exorbitante Gewinne. Doch BioNTech lehnt jede Verantwortung ab. Feststeht, rechtlich wurden die Impfhersteller in eine sehr gute Lage versetzt. Im Vertrag mit der EU 2020 wurden sie nämlich von jeder Haftung befreit. Brisant auch, dass dort selbst auf die hohen Risiken der Covid-Impfung hingewiesen wurde. Ungeachtet der Bemühungen erkennen die Parteien an, dass sich der Impfstoff zum Zeitpunkt der Unterzeichnung in der klinischen Erprobung der Phase 3 befindet und dass er möglicherweise nicht zugelassen wird. Und gleichwohl ist dann die Bundesrepublik Deutschland nach vorne geprescht und hat diesen als wirksam und sicher, ohne tatsächliche Anhaltspunkte für ihre Aussage getroffen. Ja, es ist natürlich schon unfair. Und dass sie verschwiegen haben, ist absolut nicht gerecht. Allerdings denke ich, wenn sie es gesagt haben, hätten sich trotzdem Menschen noch impfen lassen. Aber ich gebe ihnen recht, dass man da jetzt noch so viele Impfungen anbietet. Da muss man doch als Mensch selber entscheiden und Gott sei Dank sind wir alle mündig. Aber genau jetzt, wo quasi das Thema der Aufklärung angebracht wäre und jetzt wir über die ganzen Dinge, die falsch gelaufen sind, reden würden, genau jetzt kommt schon das nächste Thema mit der Inflation und dem Ukraine-Krieg und wir reden jetzt gar nicht mehr darüber. Und das Interview in gesamter Länge verlinke ich dir unter dieses Video hier. Vielen lieben Dank auf jeden Fall. Ich wollte nur einmal kurz die Chance nutzen. Der friedvolle Krieger. Das ist der friedvolle Krieger. Das ist der friedvolle Krieger. Was geht ab, Bruder? Einen wunderschönen Tag auf jeden Fall. Aber Bruder, die Menschen müssen auf jeden Fall den Kanal... Ach, du hast die Insekten noch damals gefressen gehabt. Und Bruder, wir haben die Insekten geschmeckt. Gut. War gut gewesen, ne? Und die Menschen müssen auf jeden Fall den Kanal abonnieren, ne? Ja, abonnieren und liken. Und Aufklärung, dass das Ganze vor Gericht kommt, dass diejenigen, die es alles gemacht haben, jetzt vor Gericht gestellt werden. Ich glaube, das ist nicht fair, weil die wussten es ja auch nicht. Müsste man ihnen schon beweisen. Genau. Die Elite wusste genau Bescheid. Und wir können es auch beweisen, denn jetzt gibt es die Pfizer-Files. Die Regierung wusste also, dass Corona kein Killer-Virus ist, dass die Maßnahmen nicht helfen, sondern schaden und dass die Impfung gefährlich und unwirksam ist. Aber bevor wir zum Höhepunkt dieser Folge kommen, kümmern wir uns noch kurz um die Massentierhaltung. Für mich persönlich ein sehr wichtiges Anliegen für die neue Erde, denn zu einer besseren Welt gehört auch ein Ende der Massentierhaltung, denn nicht nur die Pharmaindustrie hat die WHO gekauft. Generell die Menschen, die das einzige Tier auf der Welt, das es Milch von einer anderen Rasse trinkt oder auch im Erwachsenenalter noch Milch trinkt. Das macht sonst niemand. Aber Milch ist doch gesund und wichtig für die Knochen. Nein, es ist sogar eher kontraproduktiv. Man sieht, dort, wo mehr Milch konsumiert wird, ist auch der Fall von Osteoporose deutlich höher. Und warum ist durch die Industrie und die Medien immer gesagt worden, wie wichtig der Milchkonsum ist, vor allem durch die Werbung? Naja, Sie brauchen nur schauen, was man vor 50, 60 Jahren noch bei den Zigaretten draufgeschrieben hat. Da hat man auch gesagt, die sind super gut und gesund und entspannend. Und heute weiß man, dass die Lungenkrebs auslösen. Ja? Bald stehen andere Sachen auf den Zigarettenpackungen. Auf den Milchpackungen werden bald auch andere Dinge stehen. Aber damals hat die WHO noch gesagt, dass Rauchen nicht schädlich wäre, weil die Tabaklobby sich hat eingeschlichen und dafür gesorgt hat, dass die WHO gesagt hat, nein, das ist nicht schädlich. Und heute haben wir bei der Milch das Gleiche. Also die WHO sollte unabhängig sein von der Tabak- oder der Milchindustrie. Ja, das schon, ja. Oder der Pharmaindustrie. Auf jeden Fall. Also die Pharmaindustrie sollte auf jeden Fall unabhängig sein. Was sagen Sie denn diesen Betroffenen? Zunächst einmal, diese Schicksale sind absolut bestürzend und jedes einzelne Schicksal ist eins zu viel. Und die Menschen tun mir ehrlich gesagt auch sehr leid. Vor einem Jahr taten ihm noch die Menschen leid, die gezögert haben. Tun auch diese Menschen, also sei ihr mal leid, die da, sag mal so,
zögern. Auf der anderen Seite müssen wir auch vermitteln, was ja auch so ist, die Impfungen sind halt mehr oder weniger nebenwirkungsfrei. Das muss immer wieder gesagt werden. Das ist, also, das sind die Leute, die sich jetzt nicht impfen lassen wollen, das sind ja auch zum Teil Opfer der schäbigen Desinformation in den sozialen Medien gewesen und der politischen Kräfte. 75 Jahre sollten sie unter Verschluss gehalten werden. Eine Gruppe von mehr als 200 Ärzten, Wissenschaftlern, Professoren und Fachleuten des öffentlichen Gesundheitswesens konnten in einem texanischen Bezirksgericht im Januar 2022 die Herausgabe der Pfizer-FDA-Dokumente, also der sogenannten Zulassungsdokumente von der FDA, einklagen. Sie werden sehen, dass die 50 Berichte ein möglicherweise massives Verbrechen gegen die Menschheit dokumentieren. Sie werden sehen, dass Pfizer und die FDA wussten, dass die Injektionen die Herzen von Minderjährigen schädigten. Am meisten beunruhigend ist der erkennbare Rundumangriff auf die menschliche Fortpflanzungsfähigkeit. Und die tatsächliche Wirksamkeit war weit geringer als 50%. Trotzdem erteilte die FDA eine Notfallzulassung. Die Zulassungsstudien sollten 75 Jahre lang unter Verschluss gehalten werden. Die wurden jetzt vor einem Gericht in Texas aber freigeklagt. Und da kam jetzt raus, dass Pfizer gewusst hat, dass die Impfung nicht so wirksam ist und dass es dort schon bereits Verstorbene in der Impfstoffgruppe gegeben hatte. Das heißt, die Zulassungsbehörden, die EMA und die FDA in den USA und in Europa, die wussten, dass die Impfung nicht so sicher ist und nicht so wirksam ist und haben es trotzdem als eine Werbekampagne gesagt gehabt, 95% Wirksamkeit, geht euch impfen und so weiter, obwohl sie wussten durch die Unterlagen, dass das nicht stimmt. Ich meine, sie wussten auf jeden Fall, dass es Lügen sind, die sie in die Welt hinaus posaunen. Die Frage ist halt nur, ob es gut gewollte Lügen waren, um das Volk zu schützen, oder so wie ich persönlich glaube, einfach nur finanziell gedachte Lügen. Ja, schön ist das nicht, oder? Von der Regierung, oder? Wenn sie das schon weiß, dass damit Menschen in Gefahr gebracht werden und vielleicht sogar tödliche Krankheiten davontragen, dann sollte man sich das anders überlegen, glaube ich, ob man solche Impfungen überhaupt der Bevölkerung anbietet. Ja. Nicht nur anbietet, wir wurden ja dazu gezwungen, es gab eine Impfpflicht. Genau. Ich denke, das ist nicht nur bei dieser Impfpropaganda so gewesen, das ist, wenn man heute hergeht und sagt, die Lebensmittelindustrie oder welche Produkte sind bio oder nicht bio, da möchte ich nicht wissen, was da alles so passiert. Mhm. Ganz ehrlich. Deswegen glaube ich, da werden viele Sachen einfach Wir halten es unter Verschluss. Und wenn es passt, sprich die Zeit richtig ist, lassen wir es raus. Der Staat wusste Bescheid, also der Staat hat uns angelogen gehabt. Was ist falsch daran, die Wahrheit zu sagen? Die Wahrheit, also die Wahrheit führt in sehr vielen Fällen zum politischen Tod, ich bitte Sie. Ja, und der Mensch wird einfach gesteuert, gelenkt. Und ich glaube immer, die Medien sind auch schuld. Man muss auch einmal sagen, hier Öffentlichkeit, die freie Mauer. Das Volk weiß leider nicht, was die Freimaurer sind. Die Freimaurer steuern das alles. Sie beschließen das in der Loge und im Parlament wird es dann von ihren Leuten umgesetzt. Ne? Das sind ja nur Marionetten und Schauspieler, die an der politischen Ebene sitzen. Und in Wahrheit wird es ja von den Geheimbünden alles im Hintergrund geschlossen lassen, aber alles nur Verschwörungstheorien. Wen soll man zur Verantwortung ziehen im Grunde genommen? Ne? Das ist ein Riesenproblem. Ne? Naja, Angela Merkel in Deutschland und Sebastian Kurz hier. So weit sind wir noch nicht, dass die vielleicht Leute weckt wurden wie in anderen Ländern, aber... Michael Ballweg, hast du den Namen schon einmal gehört? Nein. Weggetan werden schon Menschen, nur leider die falschen. Michael Ballweg, der Gründer von Querdenken, sitzt seit 8 Monaten unschuldig im Gefängnis. Es besteht die Pflicht dazu, mit Lauterbach die Zelle zu tauschen. Können wir andere Länder auch noch nennen, wo das passiert. Aber dass man das in einer Republik macht, finde ich, ist ein bisschen komisch. Ja, stark, ja. Dass man dann überhaupt noch sagt, das ist Republik. Wenigstens kümmern wir uns um das Gesundheitssystem, weil uns ja die Gesundheit der Menschen so wichtig ist. Glaubst du, die Pfleger, Ärzte und Krankenschwestern werden inzwischen besser bezahlt, weil die ja so wichtig sind? Nein, ich glaube nicht. Hast du gewusst und gehört, dass wir einen Medikamentenengpass und Mangel haben, dass wir lebensnotwendige Medikamente aktuell nicht mehr haben? Ja, habe ich gemerkt auch. Also echt? Wieso? Lebensnotwendig jetzt in dem Fall nicht, aber dass wir einen Engpass haben, weil es mehrere Sachen, die man braucht, halt öfter mal nicht mehr gibt. Lebensnotwendige Medikamente nicht mehr beziehen, die schon Jahrhunderte alt sind, ohne Patent sind, aber einfach von den Pharmakonzernen nicht mehr hergestellt werden. Wie ist das zu sehen, wo es doch gerade um die Gesundheit, die ja so wichtig ist? Ja, sehr schlecht, hätte ich gesagt. Es geht doch um die Gesundheit? Ja. Oder geht es um Geld verdienen? Wahrscheinlich beides.
Aber eher, also Pharmakonzerne definitiv das Geld verdienen, aber es sollte ja um beides gehen. Weil warum stellen die denn nicht mehr Medikamente her, die schon bereits alt sind, ohne Patent sind, die einfach herzustellen sind, die könnten ja in großer Stückzahl einfach halt hergestellt werden? Es ist ein reines Geschäft. Die Lebensmittel so, mit der Impfung so, leider. Die Aufarbeitung des größten Verbrechens an der gesamten Menschheitsfamilie hat gerade erst angefangen. Weil ich kein Hochstapler bin, der seinen Lebenslauf fälscht, so wie Karl Lauterbach, kümmere ich mich nun um meine Medizinabschlussprüfung und bin für euch Mitte April wieder da. Bis dahin, Gottes Segen, mach's gut. Und Digga, eigentlich sollte ich die auch fälschen, ja? Na, herzlichen Dank an alle Ungeimpften.